Werte Besucherinnen und werter Besucher dieser Ausstellung, mein Name ist Alexander Blach-Marius. Ich bin selbst Musiker, Pianist und der Leiter der Musikschule hier im Schloss Wolkersdorf. Ein Schloss, das mehrere Künste vereinigt, die musikalischen Künste oder die musischen Künste, kann man sagen, insgesamt. Und das bedeutet auch Malerei, Plastik, Architektur und natürlich durch die Musikschule auch hier die Musik. Natürlich mit vielen Veranstaltungen auch. Heute eine wunderbare Ausstellung, die ich besuchen darf. Peter und Heidi Proksch. Und Peter Proksch hat, was Musik betrifft, von Anfang an mal seine Liebe zum Jazz entdeckt und kam danach erst zur Welt der Klassik. Und wenn man sich dieses Bild hier, eigentlich einen Entwurf eines Plattencovers, ansieht, aus dem Jahr 1995, dann findet man auch in diesem Bild sehr viel Musikbezug. Ja, ich habe die vier Elemente vertont von Peter Proksch. Ich habe das Glück, in der gleichen Ortschaft im Münichstal, im schönen Weinviertel, mit der Familie Proksch zu wohnen. Und wir haben uns vor etlichen Jahren kennengelernt und wir haben diese Bilder sofort fasziniert. Und ich habe mir gedacht, die vier Elemente, das gibt musikalisch auch sehr viel her, wenn man da Unterschiede herauskehren kann. Wie man an den Bildern sehr schön auch sieht, die Kraft von Farbe und Struktur macht es aus. Und das war das mir Wichtige in der Musik, das umzusetzen, nicht nur Untermalungs- Hintergrundmusik zu liefern, sondern auf die Bilder aufbauend, auf mehr oder weniger Initiative der visuellen Eindrücke Musik zu schaffen, die durchaus rhythmisch und auch sehr dynamisch sein kann. Und wir sehen und spüren auch in diesem Bild eine Kraft, die sich eigentlich von der Antike bis zur Moderne spannt. Die Kraft der Farben, die Kraft der Musik. Und das spannt auch diesen Bogen wieder zur Musik selbst. Farbtöne, Tonfarben, alles gemeinsam ergibt die musischen Künste und dieses Bild spricht genau in diese Richtung für mich. Und diese Dynamik setzt sich dann auch in der Instrumentierung zum Beispiel fort. Es gibt Violinen, Flöten, Waldhorn, also klassische Instrumente, genauso wie jazzige Trompeten, aber auch programmierte Sounds vom Computer her. Also diese Vielfalt, diese Kraft, die von diesen Bildern ausgeht, hat mich dazu inspiriert, wirklich einen bunten Mix zu machen. Und es ist letztlich dann ein eigenes musikalisches Werk in vier Sätzen entstanden, mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt, aber ich höre es mir immer wieder gerne an und ich hoffe, das Publikum auch. Peter Proksch, der Lieblingsmaler der hiesigen Haute Volée, zählt selbst dem Bundeskanzler zu seinen guten Freunden. Und in jedem Salon der Donaumetropole ist zumindest eines seiner fantastisch-realistischen Bilder ein Muss. Der fantastische Realismus bietet wahnsinnig viel. Ich habe selbst einige Bilder seit vielen Jahren von Peter Proksch. Und wenn ich durch meine Wohnung wandle, erfreue ich mich immer wieder an den Anblick. Da braucht man nicht rätseln, wie bei der Modernen. Was ist das und was bedeutet das? Ich meine nicht prinzipiell für die Gesellschaft oder so. Ich male nicht für die Menschen, sondern ich male über den Menschen. Na, ich würde sagen, es gibt eine große Fangemeinde, aber der kleinste Teil hat davon Bilder zu Hause.